erst einmal danke, lieber Jesko, für die tolle Einführung. Das ist jetzt der 12. Wake-up-Call. Wir hatten letztes Jahr den 12. Wake-up-Call gefeiert. Wir haben die digitale Veranstaltung dann nicht den 12. genannt, sondern eine einfache digitale Veranstaltung, weil wir dieses Format digital so gar nicht widerspiegeln hätten können. Wir sind unglaublich glücklich, dass wir das heute wieder in so einer Präsenzgeschichte machen, weil es ist für uns und auch für die Menschen, die sich einsetzen im Bereich der regenerativen Gebäudetechnik, eine Muss-Veranstaltung geworden, um einmal im Jahr gemeinsam sich klarzumachen, dass wir alle zusammen, gelinde gesagt, auf einen Abgrund zu fahren. Man sagt, von Jahr zu Jahr wird es schlimmer und die Ergebnisse vom IPCC-Bericht und auch die gängige Meinung der Wissenschaftler sagt uns, dass es nicht mehr viel Zeit ist. The time is running out, hat Greta gerade wieder gesagt, und the time is running out. Und man muss wirklich sagen, dass wenn ich meinen 7-Jährigen zu Hause sehe und wenn ich dann sehe, wenn ich mit seinen Freunden spiele im Wald und man sieht, wie die Artenvielfalt weltweit zurückgeht, wie die Meere versauern und wie auch die Problematik in der Atmosphäre der CO2-Erhöhung auf den Allzeithochwert jetzt deutlich über 400 ppm gestiegen, uns allen dramatische Dinge vor Augen legen lassen. Da muss man sagen, es ist wichtig, dass man so eine Wake-up-Calls feiert wie heute hier, um wirklich zu sagen, come together, wir sprechen, wir netzwerken, wir hören heute Vorträge, wir laden uns auf mit Themen und mit Details, wie man die Welt ein bisschen verändern kann. Ich darf morgen wieder als NGO-Observer mit Kai Hünemörder, Dr. Kai Hünemörder und mit Ursel Beckmann und meiner Tochter Feline in dem Fall nach Glasgow fahren. Wir fahren mit einem Elektroauto, dann mit der Fähre und dann wieder mit dem Elektroauto zur Klimakonferenz. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei allen Problemen, die wir alle sehen, es doch einen Fortschritt gibt in der Bürgerwelt. Die G20 haben gerade wieder nichts beschlossen. Das ging ja auch durch die Medien, was uns beschämen sollte ein bisschen als Menschheit, dass die 20 Staaten, die 85% der Welt CO2-Ausstöße produzieren und mehrheitlich auf der Nordhalbkugel sitzen, der Südhalbkugel letztendlich bald mal keine Luft mehr zum Atmen lassen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, beim letzten Mal auf der Klimakonferenz, vor 2 Jahren war das, da haben wir einen Video- und Textblock gemacht mit vielen Interviews mit großartigen Menschen und haben gemerkt, dass die Stärke seit 2015, als beim Pariser Klimagipfel die 1,5 Grad beschlossen worden sind, wo aber wenig Taten gefolgt sind, die sind die Graswurzelbewegungen, die NGOs dieser Welt mehr zusammengewachsen, haben sich digital vernetzt, sind stärker denn je. Es sind weltweit Millionen auf die Straße gegangen. Ob Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und viele, viele andere bewegende Bewegungen, die aktuell wirklich sagen, stopp, jetzt muss alles transformiert werden, ohne Wenn und Aber. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe ein paar Notizen gemacht, dass Stuart Scott, der Präsident für Transformation der Universität Hawaii und leitet den UN-TV-Kanal auf den Klimakonferenzen der letzten Jahre, wir haben ihn interviewt, das ist auch veröffentlicht, das Interview, und der Mann war im Laufe der Minuten des Interviews immer mehr aus der Fassung geraten. Er hatte gerade 10 Minuten vorher die Pressekonferenz geleitet mit Greta Thunberg, mit der wir uns auch verabredet hatten. Das ist da nichts dazu gekommen, weil die Frau ist überrannt worden von vielen Journalisten. Da haben wir davon Abstand genommen, mit ihr zu reden. Und am Ende des Interviews ist dieser Präsident dieser Universität, dieser nachhaltigen Universität, der ganz viel auf Klimakonferenzen erlebt hat schon, hat das Mikrofon weggelegt und hat geweint. Und wir haben uns dann in den Arm genommen, das war eine ganz schöne Situation, weil man sich dann einfach nichts mehr zu sagen hat. Was soll man denn sagen, wenn ein erwachsener Mann auf einmal in so einem Interview, der so viel zu sagen hat, keine Worte mehr findet und dann sagt er, our house is burning, our house is fucking burning and nobody do anything. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich weggedreht die Kamera und habe gedacht, so, ist ein harter Moment gewesen.
Ich bin jetzt nicht belegt, weil ich weine, sondern weil ich wirklich belegt bin anscheinend. Tom B. K. Guldtus, Aktivist und gewählter Delegierter für die indigenen Völker Nordamerikas, haben wir auch interviewt. Und abends saßen wir beim Tee zusammen und der Mann macht seit 30 Jahren Aktivismus für die indigenen Völker, vor allen Dingen in Nordamerika. Und der hat mit so einer Liebe und so einer Aufopferung unserem Planeten seine Zeit gewidmet und auch wie er über unseren Planeten spricht. Da hat er an dem Abend mich mega begeistert, indem er ständig über die Frau am Fluss spricht und über die Weiblichkeit der Mutter Natur. Und irgendwann war ich total verwirrt und habe gefragt, was meint er denn? Und dann sagte er, ja, die Frau ist der Fluss und die Erde ist die Mutter. Und weil das ist eine Art, wie man die Erde sehen sollte, die mich sehr beeindruckt hat. Und ich hoffe, dass wir in Glasgow wieder viele Sachen nach Hamburg bringen können, um das zu zeigen. Also, die Wake-up-Calls werden dringlicher von Jahr zu Jahr. Es ist cool, dass wir so eine Community haben wie euch und auch die jetzt online zusehen. Nächstes Jahr vielleicht wieder mehr Leute. Es ist großartig, was für Redner sich heute bereit erklärt haben, hier wieder was zu sagen. Ich würde mal sagen, wir sind wirklich eine beständige Institution, die probiert, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, the time is running out. Es ist wirklich die ganze Wissenschaft mittlerweile oder annähernd die ganze Wissenschaft sagt, dass diese Bewegung und auch die Greta Thunberg einfach recht hat. Deshalb hoffen wir, dass in den nächsten 4 Jahren der Bundesregierung, die jetzt gewählt ist, ein Ruck durch die Gesetzesgeber geht und nicht das weitere, Totregieren der Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen. Wenn ich sehe, dass die Windkraftanlagen an Land vor 10 Jahren eine ganz hohe Bürgerakzeptanz hatten, als die Bürgerinitiativen vor Ort und die Bürgergenossenschaften vor Ort Betreiber waren der Windkraftanlagen oder die Bauern, die dort wohnten, bis zu dieser unsäglichen europaweiten Ausschreibung, wo dann letztendlich große Konzerne die Ausschreibung gewonnen haben, dann aber nicht gebaut haben. Und somit wurde die Windkraft abgewürgt in Deutschland und die Akzeptanz bei den Bürgern ging deutlich runter. Das bedingt sich gegenseitig. Ich hoffe, dass zukünftig die dezentralen Bürgergenossenschaften ihre Projekte, unsere Projekte mit Saga, Deus und Obländer noch vereinfachter in die Zukunft gefahren werden können, dass wir so ein Desaster nicht nochmal erleben und so viele Arbeitsplätze, wie vernichtet worden sind in der Windkraft, da passen 4 bis 5 Mal alle Arbeitsplätze, die wir noch haben, rein. Und wir haben weniger als 30.000 Kohlekraftarbeitsplätze, um die es einem natürlich leid tut. Aber wir müssen schnellstmöglich raus aus der Kohlekraft, schnellstmöglich rein in die dezentralen Energieversorgungsprojekte. Und da sind viel mehr Arbeitsplätze drin, als in der Kohlekraft wegfallen würden. Heute hat das Umweltbundesamt erneut konsterniert, ich zitiere Dirk Messner, dem Chef des Umweltbundesamtes, wir müssen aus umweltschädlichen Subventionen sozial-ökologische Investitionen machen. Genau das sagen wir hier seit vielen Jahren. Wir hatten Vorträge hier schon, wo es darum geht, dass die Atomkraft, die Kohlekraft bis heute subventioniert wird, direkt, indirekt über irgendwelche Ausgleichszahlungen an die großen Energiebetreiber. Und eigentlich ist es jetzt an der Zeit, und da sind wir genau bei Harry Lehmann, der Jange Lahre den Energiebereich geleitet hat, dass das abgebügelt werden muss. Wir fordern einen verpflichtenden Umweltcheck, einen verpflichtenden Umweltcheck für alle Subventionen, die im Energiebereich sind, von der Bundesregierung, die jetzt kommt. Und wir hoffen uns sehr davon, dass das, was wir dezentrale Idee nennen, was wir bürgernah nennen, dadurch einen wahnsinnigen Push kriegt und viele von Ihnen, mit denen wir arbeiten dürfen, noch mehr Rückenwind kriegen. Viel mehr wollte ich heute auch nicht sagen. Ich freue mich auf die Vortragenden, die heute kommen. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ihr alle da seid, dass wir das 12. Mal machen dürfen. Und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren, und das ist das Zeitfenster, was wir nur noch haben, das ist wirklich ganz gering, um ein Turnaround zu schaffen, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen. Aktuell steuern wir auf 2,7 bis 3 Grad zu. Mit dem, was Sie heute hören, mit dem, was wir heute Abend besprechen, dass wir im Herzen einen Wake-up-Call mitnehmen und uns engagieren in NGOs, zu Hause und auch mit unseren Familien mal darüber nachdenken, ökologischer das Leben umzugestalten. Eine Anekdote noch, ich durfte mit meinem 7-jährigen
eine Schulstunde machen in der zweiten Klasse. Und da ging es um die Relation Erdball, das, was Wolfgang Pinkney hier vor 12 Jahren mal vorgetragen hat. Atmosphäre, wie wenig Atmosphäre wir um uns herum haben, wie wenig Humus wir haben, wie wenig Ozeane wir eigentlich haben und was an wahnsinnigen Mengen da so reinfließt. Und ich hatte diese Schulstunde am Tag vorher mit ihm geübt und die Relation in so einem Vortrag für 7-8-Jährige hinzukriegen, ist nicht so einfach. Und dann haben wir von unserem großen Sohn so Hantelscheiben genommen, so Gewichte, und haben an bestimmten Produkten, das ging, ein Thema war Ernährung, gezeigt. Ich hatte zuerst überlegt, das wäre Overdrive hier gewesen, dass ich ihm das, mein 7-Jähriger hätte das vielleicht gemacht heute hier, aber er ist dann vor die Klasse gegangen und hat das Beispiel gezeigt, Butter. Und Butter hat halt, pro Kilogramm Butter werden 23 Kilogramm CO2 erzeugt. Und pro Kilogramm palmölfreier Margarine, mal eingeschoben, nur 1,3 Kilogramm. Und da haben wir so 20 Beispiele mit den Kiddies gemacht in der zweiten Klasse. Und ich bin von zwei Eltern angerufen worden, dass sie jetzt anders einkaufen müssen. Und an solchen Beispielen ist es so, man kann mit seinen Kindern in seinem nächsten Umkreis ganz viel verändern, wenn man sich vor Augen führt, was Mobilität, was Ernährung, was Energie letztendlich ausmacht. Und jeder von Ihnen, der heute noch einen konventionellen Gastarif hat, kann zum Beispiel zu Greenpeace Energy gehen oder Planet Energy heißen die jetzt, glaube ich, und den Windgastarif anklicken, dauert 2-3 Klicks. Ich habe auch irgendwie einen von Greenpeace heute hier gesehen, einen der Vorstände, finde ich ganz toll. Es gibt aber auch natürlich andere tolle Ökostromanbieter und Ökogasanbieter. Also ändern Sie Ihren Style, gucken Sie bei Gaseinkauf, bei Stromeinkauf in Ihren Kühlschrank, wie kommen Sie zur Arbeit, wie kommen Sie zur Schule, wie kommen Sie zum nächsten Urlaub, ändern Sie Ihr Leben sofort und tun Sie damit was für Ihre Kinder und den Erdball. Und dann hat dieser Wake-up-Call heute Abend schon was gebracht. Ich freue mich auf den Abend mit euch und freue mich jetzt auf wahnsinnig tolle Menschen und Vorträge und auf einen geilen Tag mit euch. Vielen Dank.